Hallo und willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren. Wir sind wieder zurück in dem wunderbaren Corkeeper-Spiel. Und auch heute mal wieder dabei, der liebe Bartu. Grüße dich. Memes auch dabei. Ja, in meiner letzten Folge haben wir die Brutmutter gemacht und haben die Welt erweitert. Und in der letzten Folge haben wir das zum Nutzen gemacht. Bartu hat nämlich die neue Werkbank gekraftet. Wir haben ein paar Skalit. Barren geschmolzen und haben jetzt ein bisschen was vorrätig. Das Problem ist, unser Eisen ist ausgegangen. Wir haben kein Eisen mehr. Wir haben einen dezenten Eisenmangel. Ja. Dementsprechend ja, müssen wir da halt mal wieder ein bisschen ranholen. Ich habe auch schon dann geplant, das mit Bohrern auch zu verfeinern, dass wir da halt dann immer mal wieder abholen können. Ich habe sonst noch jetzt am Ende der Folge habe ich umgebaut bzw. erweitert. Ihr seht jetzt den oberen Bereich. Das wird alles der Garten. Dann passt das nämlich auch wieder ein bisschen besser. Ich werde das hier jetzt aber noch mal kurz ändern und abrunden. Das stört mich, wenn das so eckig ist. Ja, genau. Mein Plan ist jetzt eigentlich nur, dass ich das hier mit euch mache und fertigstelle. Danach schauen wir uns einfach Kleinigkeiten an, je nachdem. Ich muss mir die Werkbank auch nochmal anschauen. Werde ein bisschen Eisen wahrscheinlich ranholen und ja, vielleicht haben wir dabei ja schon Glück, wenn wir das Eisen holen und das mittlere Labyrinth finden. Warum nicht auch einfach mal einfach? Bei meiner privaten Welt, die allererste, die ich gespielt habe, hatte ich echt ehrlich Pech. Hab sehr lang gesucht. Ja, und in der Welt, in der alten Welt, da habe ich halt dann extrem viel Pech gehabt. Deswegen vielleicht dieses Mal ja mehr Glück. Ich werde gerade übrigens von 30 Ogern gleichzeitig angegriffen. Mein Ziel übrigens in seiner heutigen Folge ist, ich werde einen straighten Weg nach unten graben und ein bisschen Eisen ranholen dann. Eisen. Ich habe eine Figur bekommen von den Grusen. Geil. Ich sage, ich und Figuren, Alter, ich finde die immer direkt. Katsch das mal einmal weg und dann probier meins. Genau. Dadurch, dass wir ja jetzt die guten alten, die gute alte Wildnis gefunden haben, habe ich jetzt auch endlich Satthafer, was sehr wichtig für uns ist, weil wir den brauchen, damit ich das gute Essen machen kann. Das macht dann, glaube ich, 50 Essen oder sowas. Irgendwie so. Und das wäre natürlich schon ganz nice. Du bist great. Und Paprika werde ich immer noch brauchen für die Wraps, das ist auch gut. Den Rest, den wir haben, geht in Tränke dann rein. Auch ein Satthafer. Irgendwas brauchen wir noch. Aber da weiß ich gerade nicht mehr, was es war. Irgendwann wird es mir schon auffallen. So, den Rest könnten wir damit voll machen. Leuchtet denn da unten so? Dann haben wir das Feld nämlich voll. Ach, voll ich mach drei Kisten. Zwei, drei. Und mal die Samen. Dann werde ich ein bisschen umbauen, was das Essen hier hinten anbelangt. Genau. Ich werde noch gießen. Ich habe es auch so gemacht, dass ich hier ein komplett Wasseranlage, also Wasserkanal umrum gebaut habe. Dass ich den Weg nicht so weit habe, um die Gießkanne aufzufüllen. Smart. Und das hat gleich auch noch den Aspekt, dass es schöner aussieht.
weit bin ich denn schon? Ich bin noch nicht mal beim Kreis angekommen. Oh mein. Die Eisenspitzhacke irgendwie sehr langsam heute. So. Aber auch, mir ist auch aufgefallen, dass ich ein Duldi bin. Nicht mit der Hake, wenn die Crops gewachsen sind, die einfach mit der Hake leichter abbauen kann. Reden wir nicht drüber. Dann halt mal wieder ich, ne? Dulli. So, das passt. Dann machen wir das rein. Die nicht. Die nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Alter, wieso ist denn genau da, wo ich beim ersten Ring rauskomme, drei so Feuerballtypen, Alter? Was geht denn? So ein fetter Feuerball, Junge. Wollen wir einfach ans Leder, Alter. So. Einmal Bombenpaprika. Keine Ahnung was. Dann Tulpen und Satafa. Das müsste das Gute sein. Wenn nicht, dann komme ich mir verarscht vor. Aber das ist das, was ich immer benutzt habe. Dann da das rein, die da rein. Ich denke, behalte ich das rein. Steak haben wir noch. Als starke. Steak. Ein guter Steak. So, der Steak dann ein. Ei denai. So, das gehört da nicht rein. Das kann er nicht wissen. So. Nö, ich brauche das. Ich muss noch, sag schon. Rücken muss ich mir bauen. Brukanis. Brutal. Was ist das, hä? Mhm. Sind denn meine Tränke jetzt drin? Habe ich die da reingelegt? Wahrscheinlich schon. Brauche ich jetzt eh nicht. Passt. Okay. Dann, Ah, da. Steinbrücke. Bauen wir mal. Mondbrück. Alter, sind hier viele Gegner, Alter. Aber hier sind, glaube ich, 30 Grottlinge, Alter. Geht denn ab? Ring der Felsen. Mädels, ganz ruhig. Genug für alle. Oh, Eisenschüssen. 900 Ski einmal gemacht. Wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr. Ganze Stein weg. Ich denke, es wäre gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt die Dinger mitnehme, den Ring der Felsen, dann kann ich schnell abhauen. Mhm. Nachdem ich die 1 Milliarde Mobs hier vernichtet habe. Sag mal wieder nein. Beide nein. Bräuchten mechanisches Teil und antiker Edelstein. Also ich bräuchte davon, weil dann könnte ich den neuen Händler noch... Also ich bin gerade bei so einem Ruinending, hier wo die 100.000 Mobs sind. Ich glaube, ich finde hier gerade ganz viel davon. Naja, wie gesagt, ich bräuchte nur 4 von jedem, dann könnte ich den Händler holen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo in der Kiste haben. Aha, da haben wir was in der Kiste. Edelsteine habe ich 5 und mechanische Teile habe ich 3. In der Kiste war ein mechanisches Teil zu wenig. Ich habe 9. Belastend. Alter, wie groß sind denn die Ruinen hier? Wo bin ich denn gelandet? Hier brauchst du eine Ocarina. Geil. Geil. Ich bräuchte doch unbedingt mal einen besseren Rucksack eigentlich. So, ich hab auch. Wie viel bringt denn der aktuellste Rucksack in der Werkbank? Weißt du das? Ich gucke dir nach. Ich weiß es nämlich gerade nicht.
15 Inventarslots, 14 Rüstung, 15 Max Gesundheit. Okay, bin gar nicht mehr so viel mehr. Aber da, was würde mehr bringen? Dafür brauchen wir halt 3 Wolle und 3 Bummelkuglerplatten. Aber die Bummelkuglerplatten, die haben wir. Diese Larven, du hast wahrscheinlich auch noch die Larven-Ding. Die haben wir 12. Was habe ich denn jetzt gebraucht? Ich hab's vergessen. Nein. Gute alte Schleimwars. Ich sollte was essen, ja, warte mal, jetzt bis das gute Essen da ist. Dann habe ich mir einmal das gegönnt, weil ich kann's. Ja, nope, falsch. Einmal so, wieder rein. Dann so. Den können wir. So, das ist überall das gleiche. Brauche ich es nicht mehr. Okay, 10 Essen. Das ist wenig. Ich habe noch ein Notenblatt gefunden. Sind ja auch die, genau, die Pilze bräuchte ich dann hier. Und passt das, dann haben wir das nämlich auch. Das ist gut. Das hier ist mal den Schmarrn weg. Gut. Ein mechanischer Teil regt mich gerade so auf. Ein paar Pilzlis und Schleimis machen. Vielleicht habe ich Glück. Ich glaube, da gibt es keine. Ne? Oh, Alter, wie lange habe ich denn schon kein Petfood mehr gefunden? Sozial wie die Fetten. Schöne Pilzli-Jagd. Oh, sieht nicht so aus, als hätte ich da irgendwie Glück. Keine Ahnung, wo die alles droppen können. Arschkrampf, vielleicht hier. Was ist das? Nein, nein, nein. Gute alte Develei. Das ist natürlich blöd. Glück habe ich wahrscheinlich nicht. Verkauft es der? Ah, der verkauft mehr Sachen jetzt. Er verkauft auch Eisenerz. Aber das brauche ich nicht. Bringt mir nichts, was mit dem Kolleg? Ach, das sind die Pergamente, genau. Das ist einmal für das Schwert und das ist für den Bogen dann. Ah, der verkauft mechanische Teile, jawoll. Bin ich ganz frech und gebe einfach 55 für so ein Ding aus. Richtig viel. Tschüss. Das passt. Dann kann ich den nämlich gleich hier einlösen. Dann haben wir das. Das ist nämlich auch nochmal so ein Extra-Händler. Achso, das war eh nur das. Bei dem kriegen wir dann die Sachen, die wir benötigen, damit wir die ganzen Bosse anlocken. Zum Beispiel das große glänzende Objekt, das wir brauchen für den Adler. Okay. Trotzdem habe ich eigentlich immer noch was geplant gehabt, was ich gerne machen wollen würde.
ich bis jetzt noch nicht gecraftet habe. Mittlerweile weiß ich nicht mal mehr, wo es ist. Das glaube ich dann in der... Ja, hier. Fasern. So, der Kalender, den wollte ich noch machen. So. So. Kalender. Nein. Falls es die Runde interessiert, ich bin übrigens immer noch am Mobs bekämpfen, so viele sind hier. Weil ich mich nicht in Ruhe lassen. Ich glaube, dafür brauche ich nochmal ein extra Bett. Weiß ich aber gerade nicht. Deswegen lasse ich das aus. Hol mir mal ganz kurz die Hacke und zeige euch, was ich meine. Blub, 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 blub. Und es geht so unfassbar viel schneller. Wenn man kein Dulli ist. Du hast es auch nicht gesagt. Du, ich habe noch nicht einmal im Spiel, glaube ich, irgendwas gefarmt. Jedes Prinzip. Das ist schlecht, mein Haken ist aber jetzt kaputt gegangen. Kann ich reparieren? So, das einzig Nervige ist halt dann, das alles wieder einzupflanzen, weil das muss man per Hand machen. Aber ich meine, das geht auch. Was soll ich sehen? So, und ich darf in Ruhe endlich jetzt weiter graben. So, 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 so. Dachte ich zumindest. Da ich ja jetzt im Gärtnern doch schon einige Level habe, ist die Chance auch höher, dass wir jetzt mehrere Samen wieder bekommen. Von dem her sollten wir nicht mehr. Mit dem Schaman habe ich jetzt auch die Trophäe. Jawoll. Ein Feuerball-Junge-Typ. Alles, was wir doppelt haben, verkaufe ich, ne? Ja. Weil die bringen eigentlich ganz schön viel. 100 für so ein Ting. Wir haben auf jeden Fall Samen plus gemacht. Das ist cool. So, dann können wir das wieder rein. Das hier, der da. Die da und so. Kann sich Bartho nämlich dann sein Essen rausnehmen. Genau, der Rest kommt in die Tränke. Einmal so, einmal so. Und das sind die Fasern. Das passt. Wunderbärchele. Haben wir das auch? Können wir das wieder wegpacken? Hier. Ah ne, wir können es auch nicht wegpacken. Ich muss noch gießen. Ohne Gießen funktioniert nichts. Oder bräuchte ich aber mal die größere Gießkanne oder die bessere noch? Zweimal Zeitfeld. Alter, was will ich denn mit Zinnerz im Eisengebiet, Alter? Zinn werden wir auch noch viel brauchen. Das wird wahrscheinlich dann das nächste sein, das uns irgendwann mal ausgeht und wir uns wundern, hey, aber erst später.
Deswegen Boratz. Boratz. So. Jetzt ist aber wirklich alles fertig. Kann man das wirklich wegpacken? Mal weg. Nee, dich nicht. Ich brauche ich. Ja, das war's. Alter, ich hab's ja tatsächlich noch gar nicht so weit geschafft. Ja, Mann, du bist echt schon weit. Bei der Hälfte. Gut. Wir haben noch ein paar Minuten. Dann mache ich noch die Brücken, glaube ich. Achso, ich habe eh schon Brücken. Geh mir. Wirklich. Eins. Passt. Der Fähigkeitspunkte. Plus 5 Essen, ne? Ja. So. Also haben wir da noch 8 Schaden, niedrige, ja. So, passt. Das ist gut. Unsere Katzli hat leider noch keinen. Haben wir einfach 139 bis 169 Fernkampfschaden. Geil. So will ich es oben. Mann. Ich wundere mich, wieso ich die ganze Zeit so viel Schaden kriege, Alter. Ich habe auch so den Rüstungsset gewechselt. Mann. Auch ohne Rüstung rum. Wie bringt es jetzt eigentlich 52 Essen? Ich habe es mir richtig gemerkt. Das ist das Doppelte von dem, was wir jetzt gerade haben als Essen. Ist schon nice. Schon nice, nice. Sonst. Gut, jetzt kommen halt die Schleime wieder rüber. Die Nervensägen. Ura können wir nicht machen. Dafür haben wir das Eisen nicht. Was ist das? So, wenn ich irgendwann mal wieder zurückkomme, dann haben wir gut Eisen. Ja. Hast du die Skalit-Spitzhacke gemacht? Nee, dafür brauche ich auch Eisen. Naja, du brauchst Zinn und Skalit, Pulli. Echt? Ja. Ich habe mir jetzt eine gemacht. Hat er wieder nicht gescheit geschaut, der Jung. Komm mal das ganze Kupfer durch, 130 Kupfer wieder. Da ist er ja wieder. Ey, ich muss auch meine Mitte ein bisschen leer machen. Zu full. So, dann kann ich das alles wegpacken. Wo kann man, wo hast du die Werkzeuge bzw. Rüstung zerlegt? Da, wo du auch reparierst. Aber so geht es. Weiß ich jetzt auch. Übrigens ist das ganze Grottling-Rüstungsset gefunden. Das kann ich auch mal ausstellen. Mhm. Kannst du mal wieder an die Karte, wenn du dann willst. Das Schwertos Mios. Das werde ich dann immer mal wieder nach
und nach vorbereiten, zumindest suchen, wenn ich Bock drauf habe. Da muss schon viel passieren, dass ich Bock drauf habe. Ja, Motivation genug ist es schon, allein dafür, weil ich weiß, dass wenn wir das Schwert haben, der Vogel halt kein Problem ist. Allein das lohnt sich halt. Gut, ja, dann dauert halt auch noch eine. Ja. Was könnten wir, was gibt's denn danach? Dornenschaden. Gift bei einem Treffer anzuwenden lassen. Ja. Kritischer Trefferschaden. Ja. Ich glaube, darauf gehe ich. Kann ich nicht. Oh Gott, ich kann nicht darauf gehen. Ist schlecht. Wo ist denn jetzt unsere Pflanzenkiste? Da haben wir drei jetzt oben rechts. Über deinen Rüstungsständer. Schön, dass ich erst links gelaufen bin. Hey, du bist ganz nackig. Ja, ich hab mein Inventar schlau genutzt und das Grotling-Set angelegt auf dem dritten Slot. Damit ich es nicht im Inventar habe. Ja gut, an der Stelle sind wir schon wieder beim Ende. Alter, schau mal, ich hab ein paar Geräte gefunden, Alter. Was für Geräte? Ja, die Steinchen halt. Und Zadeln. Achso. Ja. Muss ich mir aber auch gleich schon wieder welche snacken, weil ich muss mir neue Portdinger. Mach ich. Hey. Okay, Leute. An der Stelle, falls es euch wieder gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mal eine Base rumgebaut. Das kann man ja auch mal machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein großes Feld an Gartenscheiß. In der nächsten Folge weiß ich noch nicht, was passiert. Bei mir weiß ich es auch noch nicht. Aber wir werden schon was finden. Ich werde dann auf jeden Fall mal wieder ein bisschen auf Erkundung gehen. Beziehungsweise schauen, ob ich die Schwerteile finde. Und ja. Genau. Das war's. Ansonsten, haut's rein, bleibt's gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut's rein und ciao. Ciao.